Ja, herzlich willkommen alle miteinander und ich heiße Sie wirklich herzlich willkommen zu meiner Vorlesung, zu meinem Vortrag, besser gesagt, How to Measure a Network. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Valentin Egger, ich bin Forscher an der FH Kärnten in Klagenfurt und bin auch technischer Supervisor vom 5G Playground Carinthia. Was das ist, dazu komme ich nachher später noch. Ich habe studiert und den Diplom-Ingenieur gemacht auf der FH im Bereich Netzwerk- und Kommunikationstechnik sowie Communication Engineering. Meine ganzen Fachbereiche sind die Sporttelematik, deshalb wir machen bei Großveranstaltungen die gesamte Netzwerktechnik für ein Event, ebenso der 5G-Bereich und da speziell das Netzwerktesten auch. Mir geht es heute darum, dass ich euch näher bringe, wie man ein Netzwerk richtig testen kann, beziehungsweise für was ist das auch wichtig, für was muss man es machen. Also zuerst möchte ich einmal über die Situation reden, wo Netzwerktests gemacht werden, dann welche Möglichkeiten wir haben, also was können wir eigentlich testen, ebenso die Gründe für diese Tests. Dann werde ich euch noch sagen, welche Programme man dafür verwenden kann. Ebenso werde ich euch einen Live-Monitor zeigen, wo man erfährt, wann man den Test machen sollte. Dann gibt es noch ein paar Demos und am Ende noch eine kleine Summary. Dann beginnen wir auch gleich mit der Netzwerksituation. Was wir beachten müssen, ist einmal, es gibt mehrere Netzwerktechnologien. Einerseits haben wir LAN-Netzwerke, so wie wir es am meisten kennen. Ebenso kommt dann aber noch WLAN dazu, das heißt, wir haben eine Funkverbindung. Und dann gibt es auch noch den Mobilfunk. Da wird es noch ganz spannend, weil der Mobilfunk ist einmal komplett ein eigener Bereich mit eigenen Challenges. Ebenso gibt es verschiedene Geräte in den einzelnen Netzwerken. Wir haben Router, Switches, Hubs, Firewalls. All die erzeugen auch wieder eine Latenz oder können unser Netzwerk verlangsamen. Und ebenso die Endgeräte. Also ganz am Ende vom Test, vom Pfad, haben wir immer das Endgerät. Da befindet sich entweder ein PC, ein Laptop, wie man ihn ganz normal kennt, ein Server, aber auch mobile Geräte wie Smartphones oder auch Module, wo es noch wirklich speziell ist, wo man es wirklich optimieren muss, was man jetzt einfach einschaltet, was funktioniert. So wie ihr hier sehen könnt, zum Beispiel ein Quectel-Modul oder da in Verbindung mit einem Jetson Nano von Nvidia. Da möchte ich ja zur Testsituation kommen. Also wir haben einmal verschiedene Szenarien, wo man testen kann. Jeder Test ist nicht gleich, es ist immer was Eigenes. Ebenso gibt es auch verschiedene Wege von Test. Wenn man zum Beispiel irgendetwas im Internet macht, geht es von da immer noch nach Wien. Es geht immer nach Wien und wieder zurück. Deshalb kann es sein, dass man einen anderen Pfad nimmt. Wenn man da Langzeittests macht oder so, sieht man da wirklich drinnen Sprünge und da kann man sagen, ja, da hat sich jetzt der Pfad geändert, da ist irgendeine Leitung vielleicht gecuttet worden oder irgendwas ist da passiert. Ebenso gibt es da sehr viele Einflüsse durch verschiedene Arten von Traffic im Netzwerk selber, TCP, UDP, was auch immer. Oder es wird gerade in dem Moment selber ein Test durchgeführt oder eine Messung. Was man auch nicht vergessen darf, ist die Auslastung vom Endgerät selber. Vielleicht ist die CPU komplett erschöpft schon und schafft daher nicht mehr. Oder die Netzwerkkarten als Betriebssystem macht Probleme. Speziell die Netzwerkkarten ist da ganz ein wichtiges Teil, kann man sagen. Da muss man auch ein bisschen mit der MTU spielen und kann das so auch optimieren. Und natürlich, meistens, wenn man hat eine schlechte Performance in einem Netzwerk, ist immer das Endgerät selber schuld. Das sieht man auch, wenn man einfach das Gerät tauscht, man hat schon bessere Werte. Ja, was kann man nun eigentlich testen im Netzwerk? Einmal ganz einfach gesagt, der Durchsatz. Wenn wir einen einfachen Speedtest machen, kriegen wir immer den Durchsatz, meistens in Mbits pro Sekunde gemessen. Ebenso auch die Latenz, was der einfache Ping ist zum Beispiel, den bekommen wir in Millisekunden. Umso kleiner, desto besser. 10, 20 Millisekunden werden da schon super Werte. Und der Jitter ist halt auch wieder ganz wichtig, das ist nämlich die Abweichung der Latenz. Also die Latenz ist immer, wie lange dauert es, wie echtzeitfähig ist das Netzwerk. Also ein Paket wird hingeschickt und kommt wieder zurück, Roundtrip-Time. Und da erfährt man halt dann, wie echtzeitfähig das Netzwerk ist. Der Jitter ist davon die Abweichung. Das heißt, wenn man mehrere Pings schickt, die Abweichung dazwischen ist der Jitter. Umso höher der Jitter,
desto problematischer wird die Verbindung. VPN-Verbindungen können dann zum Beispiel gerne abreißen. Und zum Schluss noch die Reliability, also die Zuverlässigkeit vom Netzwerk. Wenn man einen Packet-Loss hat im Netzwerk, ist das extrem schlecht, weil der Packet-Loss verursacht dann die weiteren Probleme und Pakete müssen neu geschickt werden. Dazu kommen wir aber später noch. Ja, wieso sollten wir die Netzwerktests dann eigentlich durchführen? Ja, niemand mag es, wenn das Netzwerk langsam ist. Man muss warten, die Sachen laden ewig, es ist einfach ärgerlich, man ärgert sich, die VPN-Verbindungen brechen zusammen, man muss wieder einsteigen, man ist schon richtig frustriert auch und das Arbeitstempo leidet auch darunter. Das heißt, ganz einfach gesagt, umso schneller das Netzwerk ist, desto schneller kann man arbeiten, sowohl in der Firma als auch privat. Umso mehr Geld kann man machen in die Firmen und desto glücklicher sein wieder die Personen. Ja, wie kann man jetzt an diese gesamten Netzwerkmessungen, Tests durchführen? Man kann einerseits mit einem Speedtest, ganz simpel, Browser öffnen, Speedtest reinschreiben, durchführen. Ebenso mit einem Ping über ein Terminal. Es gibt da iBurf, zu dem Programm kommen wir noch später auch in der Live-Session noch. Dann gibt es noch den Jupyter Notebook oder die Annette, was ein eigengeschriebenes Programm ist. Oder Flent ebenso ein richtiges Programm ist. Und der Live-Monitor, was uns auch die Werte zeigt. Ebenso wichtig ist auch dann, wenn man tiefer ins Detail reingeht, der Wireshark und der TCP-Dump. Das heißt, da kann man dann wirklich sich den ganzen Traffic einzeln anschauen und wirklich jedes Paket einzeln untersuchen und sagen, ja, das Paket ist verloren gegangen oder da haben wir ein Problem, so schaut das aus dann. Und den Dashboards kann man nicht wirklich vertrauen. Das heißt, wenn ihr auf euren Router oder so eine Messung über euer Dashboard zieht, dann kann es sein, dass das einzelne Pakete schon gar nicht mal wiedergibt. Das heißt, da könnte der Fehler schon in der Messung drinnen liegen. Deswegen solltet ihr immer von extern, von außen eigene Messungen machen. Ja, das bringt mich dann auch schon zum ersten Tool, und zwar den Speedtest. Einerseits Speedtest von Okla könnt ihr alle, oder auch den Open Speedtest, was auch Open Source ist. Es ist ganz einfach, man öffnet den Browser, klickt drauf und es läuft kostenlos. Es ist ganz einfach zu bedienen und man bekommt gleich Werte, die vergleichbar sein. Die Nachteile sind allerdings, solche Tests gehen immer raus vom Netzwerk. Das heißt, man geht immer raus ins Internet und bleibt aber nicht lokal. Und die sind halt so zeitunabhängig. Man muss immer quasi manuell starten sozusagen. Der Ping, was eine super Möglichkeit ist, für die Latenz zu messen, da muss man beachten, wenn man Windows und Linux verhalten sich da unterschiedlich von den Befehlen an sich, also von den Optionen, von den Abkürzungen. Einerseits, man öffnet für einen Ping einfach den Terminal, gibt dann einfach den Befehl ein, was wir auch später sehen werden. Hier ist auch noch wichtig zu beachten, wenn man einfach einen Ping durchführt, bekommt man eine Werte. Ja, seien die Werte jetzt an echt? Seien das auch die richtigen Werte? Da kommt es noch halt dazu, wenn wir jetzt speziell in den Mobilfunk gehen und mit den Mobilfunkmessungen machen, angenommen, man hat ein privates Netzwerk, also ein Private Campus Netzwerk, dann kann man mit minus i das Intervall vom Ping verkürzen. Sonst dann ist standardmäßig, jede Sekunde wird ein Paket geschickt zur IP-Adresse hin, zum Server im Internet und wieder zurück. Wenn man aber mit minus i das Intervall verkürzt, erzeugt man dadurch, dass die Antennen vom Mobilfunkgerät aktiv bleiben und sich nicht schlafen legen. Somit wird die Latenz deutlich geringer. Vielleicht sehen wir das auch später in der Live-Session, wo wir so ein Ping durchführen werden. Ebenso kann man nachher auch noch mit minus D den Zeitstempel mitgeben, was auch noch wichtig ist für die Analyse im Nachhinein, oder minus O, dass man sieht, wann Pakete verloren gehen, weil sieht man sonst auf den ersten Blick nicht. Dann ist es auch noch wichtig, wenn ihr sowas macht, probiert es gleich immer mitzuloggen auch, damit ihr das später, wenn ihr jemandem das zeigt, der wird euch immer sagen, ja, wo hast du denn das? Kannst du mir das bitte sagen? Schick mir dieses Log-File. Man schickt es ihm, der macht sich vielleicht eine Grafik noch draus und dann hat er da schon seine perfekte Messung und muss nicht die Arbeit noch einmal durchführen. Ebenso kommen wir zum iBurf jetzt an. Da geht es jetzt wieder um Throughput-Messungen, wo wir aber auch den Packet-Loss sehen. Also
iBurf ist quasi ein Programm, man ladet sich das einfach runter auf beiden Endgeräten. Das ist wichtig, man braucht einen Server und einen Client, das machen wir später auch. Es geht ganz normal über ein Terminal. Der Vorteil ist, wir können da zwischen UDP und TCP unterscheiden. Und wir sehen auch nachher wirklich die einzelnen Pakete auch, die was verloren gehen, beziehungsweise was neu geschickt werden müssen. Und dadurch sieht man schon schön wieder das Congestion Window. Wenn Pakete verloren gehen, wird das Window kleiner und es fängt wieder langsam neu an. Das heißt, da verlieren wir wirklich Datenvolumen noch. Sonst dann würde das doppelt bei dieser 5G-Verbindung rauf auf 700 Mbits, bis zu 800 Mbits geht das sonst dann rauf. Und dieser Packet-Loss zeigt mir da, aha, wir haben da wirklich ein Problem in unserem Netzwerk. Deswegen kommen wir da jetzt nicht über diese 260 Mbits rüber. Die Messung zum Beispiel, was ihr da seht, die ist bei uns am Campusnetz, dem 5G Playground Carinthia gemacht wurden. Und dort befinden sich gerade Umbauarbeiten. Das heißt, er wird gerade von Non-Standalone auf Standalone umgestellt. Das heißt, wir haben da noch ein reines 5G, wo wir dann diese Messungen auch wiederholen können, durchführen können und eigene Use Cases entwickeln können. Ja, wichtig zu sagen ist dann noch, wenn ihr sowas macht mit iBurf, probiert es gleich auch als JSON zu speichern und dann könnt ihr es nämlich auch gleich im nächsten Programm, den Jupyter Notebook, nämlich analysieren. Jupyter Notebook ist dahingehend ganz fein, weil es ein super Analyse-Tool ist, ist auch Open Source, wo man einfach sich diese Log-Files, was wir vorher erstellt haben, mit einem iBurf oder einem Bing, dann einfach reinladen kann und sich das dann, wie man möchte, anzeigen lassen kann. Das heißt, wir können da wirklich Graphen, Boxplots oder auch nur die einfachen Min-Max-Werte ausrechnen lassen. Das Feine ist auch, wir sind da komplett zeitunabhängig. Das heißt, es kann immer die Messung laufen, permanent. Und im Nachhinein sagt man, oh, da war jetzt eine kritische Situation, da muss sich irgendwas im Netzwerk getan haben. Ich ziehe mir das Log-File, gebe das nachher rein in mein Jupyter Notebook und dann sehe ich da ganz schön, auch wenn wir da diese Messung beachten, die ist am 2. Februar bis 6. Februar gemacht worden heuer. Und wenn man sich den Zeitbereich da anschaut, am 3. um 8.40 Uhr habe ich einmal für circa 2 Minuten einen kompletten Netzwerkausfall gehabt. Das heißt, wenn mir da irgendwo eine Verbindung oder so gekracht ist, VPN meistens, dann weiß ich, aha, das liegt nicht am Endgerät, sondern da ist wirklich in mein Netzwerk irgendwo ein Problem und dann kann man nachhaken. Meistens liegt es daran, dass die Komponenten vielleicht nicht ideal sein oder dass die einfach optimiert können ein bisschen. Beziehungsweise muss man dann auch mehr Geld für bessere Hardware noch ausgeben. Das merkt man leider auch immer mehr, so wie die Cisco-Produkte, die seien leider wirklich so teuer, weil sie einfach so stark auch sein. Das heißt, da hat man eben weniger von diesen Packet Losses. Was man da schön sieht, sonst haben wir immer zwischen 7 und 15 Millisekunden Latenz gehabt und dann war eben der Ausfall und dann ist es aber gleich wieder hochgegangen. Das ist das Gute, es ist von Alarm wieder hochgekommen. Ja, das bringt mich jetzt auch schon zum Automated Network Evaluation Test Environment. Das ist im Rahmen unserer Forschungsgruppe, der Roadmap 5G und der FH entstanden, wo halt zugleich meine Masterarbeit. Die Annette ist sozusagen genau eine Lösung, was das alles zusammen einschließt. Das heißt, es ist auch containerbasiert, das ist einmal super tolle und ihr könnt euch auch unter Docker Hub das Ganze runterladen. Ebenso ist es auch komplett konfigurierbar. Das heißt, ihr könnt es für euch genauso einstellen, wie ihr das haben wollt. Das Tolle ist, es ist skalierbar und man kann wirklich ein Schedule machen. Das heißt, man kann wirklich sagen, ich möchte jetzt dann genau jeden Tag um 8 Uhr, Punkt 8 Uhr in der Früh, möchte einmal mein ganzes Netzwerk durchgetestet haben. Ich will ein TCP, ich will ein UDP, ich will einen Download, ich will einen Upload, ich will Multistreams haben. Man kann da alles einstellen, sagt es und das läuft im Hintergrund komplett automatisch. Das Tolle ist, man hat da auch noch an den Bing und den iBurf mit integriert. Quasi kurz dazu auch, der Benutzer, also der Netzwerktechniker, wie ihr es seid, sagt dem Manager quasi, was man haben möchte. Also er gibt ihm wirklich die ganzen Spezifikationen. Man sagt, ja, führ mal ein TCP durch auf die einzelnen Geräte. Dieser Manager-Container, der Reporter und
die Datenbank, die MariaDB, die können irgendwo laufen, das ist egal. Wichtig ist allerdings, dass diese Worker-Container immer auf dem Endgerät selber laufen. Das heißt, am Endgerät laufen die Worker, der Manager triggert quasi den Worker an, sagt mir, jetzt genau, das ist 8 Uhr als Beispiel, jetzt genau für diese TCP-Messung durch zu dem anderen Gerät hin. Die machen die Messungen und geben die Ergebnisse dann in die Datenbank über den Manager weiter. Dort werden sie noch einmal gespeichert und das war's. Dann kommt wieder der Techniker, wir kommen wieder dazu, sagen, ja, jetzt wollen wir eine Messung uns analysieren. Wir wissen, da vor 2 Tagen war das Problem. Wir gehen her, sagen den Reporter, wo der Jupyter Notebook läuft, gib mir bitte von dem Tag die ganzen Messergebnisse und zeigen mir die an. Dann bekomme ich sie, ich sehe genau, aha, da war ein Problem. Dann nehme ich genau diese eine Messung her und kann die mal komplett anzeigen lassen. Man sieht noch wirklich jede Feinheit, den Packet Loss, den Throughput, die Latenz, alles zu der Messung und kann sich das dann als gleich ein PDF generieren lassen, wo ein eigener Text noch integriert werden kann. Und dann hat man schon seinen fertigen Testreport, wo man nichts mehr dazu schreiben muss. Das ist alles nur in dem Dokument. Ja, wie kann man sich jetzt dann aber auch so ein Netzwerk quasi anschauen? Also man braucht quasi so einen Live-Monitor. Das heißt, man will immer wissen, was befindet sich gerade im Netzwerk los. Wenn wir jetzt da denken, als Beispiel, das WLAN, was wir da erinnern im Raum auch haben, wir wissen ja nicht, was läuft da gerade drüber. Ihr seid vielleicht selber mit euren Handys drinnen, erzeugt Traffic und wenn wir jetzt einen Speedtest machen würden, würden wir irgendeinen Wert kriegen, sagen wir, sollen es 20 Mbit sein. Dann wissen wir nicht, ist jetzt das Netzwerk so schlecht, wenn wir nur 20 Mbit haben oder liegt es daran, weil einfach gerade viel Traffic im Hintergrund läuft. Deshalb muss man sich das auch wirklich einmal vorher anschauen. Dazu braucht man aber natürlich mehr Rechte, dass man auch zu einem Switch oder so dahinter kommt, wo man sich noch wirklich am Bordmirror erziehen lassen kann, wo man das Ganze nachher noch sieht, was im Hintergrund gerade passiert. Dazu haben wir selber ein Programm geschrieben, so wie geschrieben, in Python, wo man einfach am Bordmirror vom Switch sich zieht. Es funktioniert auf Linux und man sieht nachher da wirklich in Echtzeit die Graphen. Das heißt, wir sehen wirklich TCP und UDP-Pakete in unserem Netzwerk. Das heißt, wenn ich eine Messung bei mir im 5G-Player und Carinthia mache, um dieses Netzwerk zu optimieren, schaue ich immer, ist jetzt gerade der Zeitpunkt, wo im Netzwerk einfach nichts läuft, wo keine Daten drüber gehen. Und genau dann mache ich meine Messung. Das sieht man da zum Beispiel, da habe ich eine UDP-Messung durchgeführt. Und dann habe ich auch nach circa 10 Sekunden noch eine weitere Messung, eine TCP-Messung gestartet. Und dann sieht man auch schön, dass dieser eine TCP-Datenverkehr den UDP-Stream beeinflusst hat. Und was jetzt noch das Spannende ist an der Messung da, man sieht, wann der Zeitpunkt gekommen ist, wo die eine Messung fertig war. Also diese Datenbelastung, das sind wirklich immer extreme Datenmengen, was da kommen. Dann hat das Netzwerk danach noch ein bisschen gebraucht, bis es sich wieder einpendelt hat, bis es wieder auf dem Maximum oben war. Was der Grund dafür ist, kann man so jetzt gar nicht sagen, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Wichtig für uns ist nur, als Messer zu sagen, ja, hey, passt auf, da ist noch irgendwo ein Problem. Vielleicht liegt es an eurer Hardware oder an euren Settings. Ebenso ist Flent auch noch ein recht tolles Programm. Flent ist nämlich auch ein Open-Source-Benchmarking-Tool. Der Riesenvorteil von Flent ist das, man braucht das Programm nur downloaden und man kann es komplett optimieren. Man kann aber gleich einmal unter Linux auf Play drucken im Programm und das geht dann schon los. Das heißt, man bekommt gleich Ergebnisse, so wie man es dort zum Beispiel sieht. Das Tolle ist auch, Flent greift auch noch auf andere Daten zu, nicht nur auf die Netzwerkdaten, sondern auch auf die CPU zum Beispiel. Das heißt, wir sehen auch, wie ist gerade von unserem Endgerät die CPU-Auslastung. Und er speichert die ganzen Daten auch. Was auch noch ein Vorteil ist, wir können zu den Throughput-Messungen gleichzeitig auch die Ping-Messung durchlaufen lassen, weil das ist nämlich ein wichtiger Punkt zu sagen, was ist die Latenz im Netzwerk, wenn das Netzwerk nicht belastet ist oder wenn es gerade voll belastet ist. Das sind gewaltige Unterschiede. Das muss man auch immer bescheiden. Unter GitHub findet ihr das Programm noch einmal ganz normal. Ja, somit
komme ich ja schon zum Testlab, dem 5G Playground Carinthia. Der befindet sich bei uns in Klagenfurt am Lakeside Park. Es schaut so aus, dass wir in diesem Netzwerk, was von der BAWEC betreut wird und von der A1 unterstützt wird, mehrere Use Cases arbeiten. Das heißt, da geschieht wirklich eine Use Case Forschung. Wir machen jetzt die Lakeside Labs, die an einem Drohnen Use Case arbeiten, wo es um Kommunikation in einem Schwarm geht. Dann haben wir die UNM Research, die bei On Robotern arbeitet. Da geht es dann wirklich um diese geringen Latenzen, um diese Echtzeitfähigkeit. Dann haben wir von einem verkehrten Server einen Smart City Use Case, wo es eben darum geht, Videodaten zum Beispiel effizient zu übertragen, speziell den Upload. Und dann geht es noch von der Uni, haben wir noch zwei Use Cases, den Virtual Reality Use Case, wo es eben um die hohen Bandbreiten geht für die VR-Brillen und auch noch den Kärnten Fog Use Case, wo es dann um die Orchestrierung vom Netzwerk geht. Das heißt, dass die Daten effizient durchs Netzwerk durchgeführt werden. Toll zu sagen ist auch, wir haben hier ein Non-Standalone, das heißt 5G in Kombination mit 4G, so wie es auch jetzt draußen, ich sage mal österreichweit, funktioniert. Und jetzt gerade sind wir dabei, das Netzwerk auf 5G reines SA, also Standalone, umzustellen. Dann werden wir wirklich diese geringen Latenzen bekommen, wo es dann wirklich untergeht unter diese 5 Millisekunden. Jetzt sind schon in dem Netzwerk, habe ich schon einmal 7 Millisekunden gemessen. Das ist jetzt dann schon ganz normal möglich. Der Grund dafür ist aber der, dass das ein privates Netzwerk ist. Das heißt, wenn ich dort drin an Immobilfunk Messungen mache, gehe raus, immer über Wien, über die A1 und komme dann wieder rein ins Enterprise-LAN zum Endgerät, wo noch ein Server oder so etwas steht. Der Riesenvorteil in unserem Netzwerk ist, weil es ein Campus-Netzwerk ist, genau diese Verbindung darunter, dieser Local Breakout. Das heißt, wenn ich dort drinnen eine Messung mache oder Daten schicke, dann gehe ich vom Mobilfunk direkt in Klagenfurt, bleibt das Ganze ins Enterprise-LAN. Und genau dadurch erhalte ich diese geringen Latenzen. Genau das ist der Grund. Und dadurch kann man dann diese vielen Vorteile in die einzelnen Use Cases ausnutzen. Jetzt kommt noch wieder MyPAR zum Tragen, weil das sehr viele verschiedene Firmen im Hintergrund dieses Netzwerk betreuen, so wie von Hyperblocks kommt der Core, von Nokia sind die Radios, wir haben auch die Exoscale, was ein Edge Cloud Server ist, was da rennt und auch noch einzelne Enterprise-LAN-Komponenten. Jede sagt, mein Netzwerk funktioniert, also mein Part vom Netzwerk funktioniert, aber wenn man dann die große Messung im Ganzen durchführt, dann geht es auf einmal nicht. Und dann ist mein Punkt der, herauszufinden, wo liegt jetzt das Problem, wo muss optimiert werden. Das zeigt uns ja gleich die nächste Folie, welche Möglichkeiten ich da jetzt als Netzwerktester habe. Einerseits Mobilfunk, da habe ich meine Smartphones oder Module. Andererseits auf der Exoscale, also der Edge Cloud, da habe ich dann eigene Instanzen laufen. Ebenso habe ich dann auch im Internet die Public Server, wie ihr sie ja alle kennt. Und zusätzlich auch im Enterprise LAN, was ein normales LAN-Netzwerk ist, habe ich auch noch einzelne Server stehen. Und als nächster Schritt kommen wir eh schon zu den Live-Demos. Und da möchte ich euch jetzt quasi zeigen, vom Mobilfunk zum Enterprise LAN, wie da die Speed-Tests durchgeführt werden. Also schauen wir den Part komplett vom Endgerät über den Mobilfunk durch die ganze BBU Broadband Units vom Radio-Bereich über den Kernrouter ins Enterprise LAN rein. Einfach mal zu sehen, wie schaut das Netzwerk aus. Und was ich euch gleich dazu sagen kann, ist das, im Moment wird das Netzwerk ja umgestellt und daher werden wir auch sehen, dass das heute nicht ideal laufen wird. Das ist recht spannend zu sehen jetzt. Vorher vielleicht noch, wenn man den Speedtest, den einfachen macht, man klickt einfach unter Speedtest auf Los und das Programm läuft da schon. Das da ist jetzt einfach vom WLAN, was wir da erinnern haben über die Linux-Tage und schauen uns einfach mal die Performance an, was wir da jetzt sehen. Man sieht einmal, dass wir da jetzt von der TU Graz, also wir sind einmal wirklich da im Netzwerk von der Uni, und ebenso sehe ich auch die öffentliche IP-Adresse, über die ich gerade rausgehe. Auf der Gegenstelle sehe ich auch meinen Server, das ist jetzt die Citycom. Und man sieht auch schon den Download mit 130 Mbits, das ist schon recht ordentlich, da werden wir keine Probleme haben. Ebenso der Download da mit über 90 Mbits, das funktioniert super.
Und ich sehe da auch schon schön den Ping. Was jetzt ein tolles bei dem Speedtest zum Beispiel von Okla, man sieht wirklich auch, wie schaut da die Latenz aus, wenn das Netzwerk nicht belastet ist. Das heißt, die haben 9 Millisekunden, wenn das Netzwerk nicht belastet ist. Und während der Download-Messung findet zusätzlich auch noch ein Ping-Test statt. Und da sieht man jetzt dann ganz schön, aha, schau, auf einmal habe ich eine Latenz von über 100 Millisekunden. Das heißt, ich kann sagen, hängt auch ein bisschen am WLAN, was wir jetzt dann haben, aber es könnte optimiert werden da noch. Das heißt, da ist ein Optimierungsbedarf da. Speziell Upload ist meistens ein bisschen schlechter, weil einfach die Antennen im Mobilfunkgerät nicht so stark sind, weil sonst dann auch sehr viel Energie verbraucht würden werde. Ebenso gibt es dann noch den Open Speed Test, wo man dann wirklich alles schön sieht, was man so machen kann. So, zeitlich schaut es auch noch ganz gut aus. Das heißt, ich kann euch auch sagen jetzt, wie das ausschaut, wenn man zum Beispiel am Handy, also ich habe da mein Handy jetzt an und ich gehe da jetzt einfach mal rein und zeige jetzt einfach einmal, wenn man sich die App runterladet aufs Handy, diese Open Speed Test App. Ich starte bei mir den Server. Den Link, was man da jetzt sieht, den tippe ich dann einfach im Browser ein. Und dann kann ich da jetzt schon direkt die Messung durchführen. Und ich sehe schon, was ist jetzt der Speed von meinem Laptop, der sich auch im WLAN befindet, zu meinem Handy, was sich auch im WLAN befindet. Und ich sehe schon, aha, 50 Millisekunden, 50 Mbit, Entschuldige, und der Ping, Jitter, ja, das ist schon okay, mit dem kann man schon arbeiten. Also das passt, das sehe ich wirklich schön. Wichtig ist da der Jitter, dass der möglichst gering ist. Weil wenn der hoch wäre, da hätte man dann wirklich eine Probleme auch. Als nächstes möchte ich euch dann auch zeigen, wie das jetzt dann ausschaut bei uns am Playground. Also genau zu der Messung, die ich vorher gesagt habe. Als erstes, also ich bin da jetzt an Remote verbunden rüber nach Klagenfurt. Habe dort einen Laptop stehen. Auf den Laptop habe ich nachher das Handy gleich wie da jetzt angeschlossen und mit der Visor-Applikation lasse ich mir den Bildschirm einfach anzeigen. Das heißt, das da ist ein Huawei Mate 20X 5G und da habe ich einfach den Terminal von meinem Rechner. Und was ich jetzt einmal mache, ist ein ganz normaler Ping. Also ich ping einfach jetzt einmal das Mobilfunkgerät, was sich da drüben befindet bei mir. Ganz ein normaler Standard-Ping. Und ich sehe schon, ich lasse nur ein bisschen laufen, so, jetzt breche ich mit Ctrl-C ab und ich sehe da schon, aha, 28 Millisekunden und plötzlich habe ich auf einmal 170 Millisekunden. Was ist da jetzt los? Warum habe ich auf einmal hohe? Dann kommen wieder niedrigere Werte. Wenn ich mir da anschaue, aha, Packet-Loss, so wie auch, da sind wir jetzt wirklich einige Pakete scheinbar auch noch verloren gegangen. Also in dem Fall ein Paket. Aber allein diese kurze Messung sagt mir schon einmal, da hat es irgendwas, da ist irgendwo ein Problem. Weil wir aber wissen, dass Mobilfunkgeräte sowieso eigen sein wegen der Antennen, muss ich das Ganze noch einmal ausführen mit minus i 0.2, was mir jetzt quasi die Intervalllänge auf 200 Millisekunden kürzt. Und wenn ich es jetzt noch einmal durchführe, dann sehe ich schon ganz schön, ich habe am Anfang, bis die Antenne erweckt wird, dann ist sie munter und dann habe ich schon durchgehend geringe Latenzwerte. Das heißt, die Messung, was ich vorher gesagt habe, die ist gar nicht so korrekt. In Wahrheit schaut es eigentlich eh gut aus, nur es ist allgemein eine hohe Latenz. Das ist noch das Nächste, wenn wir jetzt sagen, wir wollen noch wieder runter auf die 5 Millisekunden kommen, dann melde ich das jetzt quasi und sage, hey, wir haben eine zu hohe Latenz, aber sie schaut recht stabil aus, wir haben kein Packet-Loss. Ebenso sehe ich ja die Minimum-, Durchschnitts- und Maximumwerte vom Ping. Das bringt mich dann jetzt dann auch schon zur nächsten Messung, und zwar der iPerf-Messung. Mit iPerf startet man quasi am Handy ganz normal an iPerf. Man ladet sich runter für Smartphones, Android, heißt die App Magic iPerf. Mit Magic iPerf schreibt man hier den Befehl minus S. Und man sollte immer iPerf 3 verwenden, da gibt es mehrere Versionen. Wichtig ist, dass beide Seiten die gleiche Version haben. Wenn man das macht, drückt man auf Start und dann läuft auch schon der Server am Mobilfunkgerät. Ebenso auf dem Gegenstück für jetzt mit iPerf 3 minus C für die IP-Adresse von meinem Gegenstück und sagt, das ist jetzt an
die IP vom Handy. Wenn man es oft nur macht, kennt man diese ganzen Werte schon auswendig. Und wenn ich das jetzt durchführe, passiert einfach einmal eine 10-sekündige TCP-Messung vom Client hin zum Server. Das heißt, vom Handy aus gesehen haben wir jetzt einen Download-Test. Und jetzt dann sieht man da auch schon, was sieht man da? Okay, ich komme noch so auf 200 Mbits hoch. Ist okay, aber ich weiß, dass da mehr möglich ist. Das heißt, ich kriege da 800 Mbits sonst dann auch. Woran liegt das jetzt an? Dann schaue ich da weiter. Aha, schau mal da. Ich habe da wirklich Retransmissions. Das heißt, Pakete sind neu gesendet worden. Das heißt, mir ist ein Paket verloren gegangen, was neu gesendet hat müssen. Dadurch, dass ich ein Packet-Loss habe, verringert sich automatisch auch mein Window. Das heißt, man sieht schön, es steigt, es steigt, es steigt. Packet-Loss, es wird wieder kleiner. Packet-Loss, es wird wieder kleiner. Dann steigt es wieder, steigt wieder, steigt wieder, steigt wieder. Und immer wenn ein Packet-Loss kommt, und da bricht es mir dieses Steigen vom Window und dadurch komme ich nie in diese großen Windows rein, dass ich wirklich nachher auch einmal diese 600, 700 Mbits rüber bekomme über meine Leitung. Das heißt, ich muss jetzt dann sagen, wir haben ein Packet los, probiert es das zu verhindern. Wie kann man es machen? Vielleicht hat der Kabel irgendwas, man kann die Kabel tauschen. Das ist auch wichtig für euch, ein guter Tipp. Wenn ihr habt ein Netzwerk, irgendwas funktioniert nicht, probiert einmal das Kabel zu tauschen. Schaut euch auch die Konnektoren an. Wie schaut der Connect, also der Kontaktpunkt aus? Ist da verschmutzt? Ist da Staub drauf? Blast das einmal ab oder tauscht einfach einmal das Kabel. Ebenso solltet ihr jetzt in der heutigen Zeit nur mehr Cat6-Kabel verwenden, damit ihr wirklich diese Daten rüber bekommt. Weil wenn im ganzen Netzwerk irgendwo ein schweres Kabel ist, ist das euer Bottleneck. Und genau drüben haben wir dann immer diese Probleme und wir finden es nicht raus. Und glaubt es mir, wenn ihr ein neues Kabel verwendet, das heißt nicht gleich, dass das okay ist. Haben wir auch schon gehabt. Was kann ich natürlich noch mit IPERF machen? Ist einmal das Gleiche in die andere Richtung, nämlich der Reverse-Test. Das heißt, ich sehe jetzt dann wirklich den Upload. Im Upload habe ich ungefähr 130 Mbits möglich bei dem Netzwerk und ich sehe da auch schon schön, ja, 120, 110 habe ich jetzt im Durchschnitt, das schaut schon nicht so schlecht aus. Der Grund für das ist jetzt dann das Endgerät, das hat sich über die Jahre rausgestellt, dass einfach das Huawei, was dann drüben ist, eben diese Performance da nicht zusammenbringt. Das Problem ist auch das, dass Pakete fragmentiert werden. Das heißt, wenn ich das ganze Paket habe, wird das durch die Mitten geschnitten oder einzelne Teile werden gemacht. Dann werden die kleinen Teile übertragen und am Ende werden die wieder zusammengebaut. Natürlich kostet das wieder Zeit. Wenn das natürlich wieder defragmentiert werden muss, dann habe ich einfach Zeitprobleme und dadurch habe ich auch wieder Performance-Probleme, Latenzprobleme und das ist einfach das Problem nachher wieder. Nur das sind alles Sachen, die man nachher rausfinden muss. Das ist aber nicht heute das Thema. Heute geht es nur darum, wie man diese Messungen durchführt. Ebenso, was toll ist, man kann auch noch UDP-Messungen machen, das zeige ich euch auch noch schnell, wie man es macht. Man schreibt einfach minus U und natürlich auch die Bandbreite. TCP geht immer aufs Maximum, was gerade möglich ist. Bei uns läuft, ich glaube, der QIC-Algorithmus im Hintergrund. Bei UDP muss ich angeben, wie viele Pakete ich übertragen lassen möchte. Ich nehme jetzt einfach mal 400 Megabyte. Und übertragen wir die einmal und schauen mal, was passiert. Aha, da sehe ich, die 400 gehen von meinem Server raus. Das heißt, die werden wirklich schön rausgeschickt. Das heißt einmal, dass mein Server nicht das Problem ist. Manchmal kann auch der Server vielleicht nicht mehr wegschicken, deswegen hat man auch das Problem. Und dann sehe ich da schon, aha, 280 habe ich übertragen können und die haben einen Loss von 29% gehabt. Das heißt, da sind wirklich einige Pakete jetzt verloren gegangen. Woran das wieder liegt, muss man dann auch wieder rausfinden. Ja, so viel zu den ganzen Live-Messungen. Dann kehren wir wieder zurück zur PowerPoint. So, und das bringt mich dann auch noch zu einer Summary an der kurzen. Und zwar möchte ich nur mal mitgeben, Netzwerktests, die seien einfach wichtig, unterschätzt es nicht, macht sie bitte. Ihr tut euch damit einfach nur einen Gefallen, auch wenn ihr nur einen Anfang Speedtest durchführt. Zu beachten auch noch, verwendet vielleicht
nicht irgendwelche Speedtests von euren Anbietern, weil die vielleicht genau dorthin optimiert wurden sein, dass der Wert dann einfach schöner ist. Deswegen verwendet jetzt einfach eigene, so wie den Open Speedtest oder speedtest.net von Okla, den verwende ich sonst dann auch ganz gern, oder den RTR-Netztest. Wichtig ist auch, optimiert es noch an eure Netzwerke dahingehend, kauft vielleicht einfach einen stärkeren WLAN-Access Point oder einfach einen stärkeren Switch. Probiert es, diese ganzen Probleme halt einfach zu vermeiden. Ebenso probiert es, die Messung zu wiederholen. Das heißt, macht es eine Messung nicht einmal, weil es könnte sein, dass genau da irgendein Problem war. Probiert sie einfach öfters zu machen und tut sie auch vielleicht gleich timern. Das heißt, wirklich jeden Tag lasst irgendeine Messung im Hintergrund, und wenn es um 4 Uhr in der Früh ist durchlaufen, dann seht ihr einfach für eure Firmen auch speziell, dass das Netzwerk funktioniert. Und letztlich tut es das Ganze auch noch dokumentieren. Das bringt mich ja schon zum Ende vom Vortrag, und nun möchte ich euch noch fragen, habt ihr vielleicht noch irgendwelche Fragen? Bitte. Ja, die Frage war jetzt an, worum geht es bei einem Access Point, wenn man sagt, einen stärkeren möchte man haben. Ist es jetzt nur der Durchsatz oder woran liegt da die Stärke? Ja, wenn man sagt, man möchte einen stärkeren Access Point haben, dann ist es wichtig, einmal zu schauen, wo waren vorher die Probleme. Sprich, wenn ich vorher 200 Mbits drüber bekommen habe, dann brauche ich da in Throughput einmal keine stärkeren Geräte so gesehen haben. Da geht es jetzt dann eher vielleicht um die Firmware, was draufläuft, dass man sagt, man tauscht die Firmware, so wie OpenWRT oder so, was eigenes laufen lässt. Oder auch, man kauft sich dahingehend stärkere Geräte, weil diese ganzen Geräte haben ja im Hintergrund Speicher auch. Das heißt, wenn was übertragen wird, meistens ist auch das Problem, dass diese Speicher noch voll sein und dann geschieht eben dieser Packetloss. Stärkere, unter Anführungszeichen teurere Geräte, haben einfach größere Speicher auch im Hintergrund, wo man nachher das Problem nicht hat. Das heißt, diese ganzen Pakete gehen nachher schön durch. Speziell, wenn man sagt, stärkere Geräte, das Problem ist nachher bei den Access Points, speziell, wenn man wenig Geräte hat, also UIs quasi, Endgeräte, man sagt 3 Handys oder so, wird man nie ein Problem haben. Wenn wir aber jetzt so wie den Soldo erinnern haben, jetzt sind da 60 Personen erinnern, 70 Personen, alle sind im WLAN erinnern, dann habe ich natürlich die Probleme. Genau richtig. Die nächste Frage war jetzt an, wie schaut das aus, wenn ich eben diesen Packet Loss habe? Werden diese Pakete quasi dann automatisch neu gesendet oder muss ich die Pakete neu senden? Das Ganze ist, wir persönlich brauchen gar nichts machen. Das Netzwerk ist intelligent genug. Wenn Pakete verloren gehen, werden die Pakete automatisch neu geschickt. Speziell, wenn wir jetzt eine TCP-Verbindung haben. Da muss man schauen, welches Protokoll man hat. So wie die ganzen Netflix-Sachen oder so sind alle TCP. Das heißt, es ladet, die Pakete werden neu gesendet, man bekommt sie und dann ladet das Video weiter. Wenn man aber zum Beispiel UDP hat, bei UDP ist das nicht so. Bei UDP gehen die Daten nachher einfach verloren. Das heißt, man muss sie neu schicken. So wie schön ist zum Beispiel ein Radio oder so, man hört das Rauschen, aber man wird nie mehr mitbekommen, was in diesen Rauschen gerade für Daten waren. Bekommt man nicht mit. Bitte, gerne. Gibt es sonst noch welche Fragen? Ja, genau. Nagios ist wieder ein bisschen anders. Also speziell bei der Frage ist es jetzt darum gegangen, wie kann man einen Test automatisieren. Also zuerst war das Ganze, ja, wenn man ein Netzwerk aufbaut, kurz testet, aber wie läuft das noch automatisch? Wie kann man noch das monitoren? Würde ich da eher sagen, ist die Frage jetzt gewesen. Wie kann man ein Netzwerk monitoren? Natürlich so Programme wie Nagios oder so sind super Programme, verwenden wir auch selber bei einem Event oder so.
wo nachher einfach, es werden im Hintergrund einfach Ping durchgeführt. Wenn zu viele Pings verloren gehen, weiß man, da ist ein Problem, das Netzwerk. Da geht es aber eher darum, dass das Gerät noch komplett tot ist. Also sprich, es hat keinen Strom mehr oder das Kabel ist durchgeschnitten worden. Alarm, man kriegt das mit. Zum Automatisieren, was, so wie ich die Frau jetzt verstanden habe, wäre genau die Annette zum Beispiel die richtige Lösung, wo man im Hintergrund das Ganze einfach permanent misst. So wie ihr das so am Playground jetzt eingestellt, dass zu jeder vollen Stunde alle 2 Minuten ein Test durchgeführt wird. Das heißt, ihr bei mir im Netzwerk eine permanente Dauerbelastung. Und die geht eine halbe Stunde lang, da wo ich wirklich alles quer durch die Reihe durchmesse, wo ich nachher auch wirklich sehe, die einzelne Performance, auch wenn es mich interessiert, wo ich die nachher anschauen kann. Ist die Frage damit so beantwortet? Bitte gerne. Gibt es sonst noch Fragen? Also die Frage war jetzt, wie schaut das speziell aus im Gerät nachher drinnen, wenn man im Modul sich einen Chip hat, kann man mit einem einfachen Ping nachher quasi sagen, ist dieser einfache Ping aussagekräftiger über den Chip, über die Performance von dem Chip. Die Antwort auf die Frage ist, es kommt drauf an. Natürlich, wenn man einen Ping macht, wenn man da eine gute Performance bekommt, dann sagen wir Beispiel 2 Millisekunden im ganzen Netzwerk mit diesem Chip, mit dem Modul dahinter. Dann kann ich automatisch sagen, ja klar, der muss gut funktionieren, sonst kriege ich diesen Wert nicht. Wenn ich aber jetzt dann quasi in der Messung drinnen hohe Latenzen habe, also hohen Ping, dann kann ich sagen, ja, ich kann es jetzt genau nicht sagen, ich weiß nur, da ist ein Problem, ich kann es aber jetzt nicht genau auf den Chip sagen, dass es der Chip ist, weil es könnte ja die Verbindung zwischen Chip sein, auf dem Betriebssystem, was sich nachher noch befindet oder so. Vielleicht ist es, wenn wir genau über das Modul ansprechen, vielleicht ist es die Antenne dahinter. Ich kann eh noch einmal rübergehen zu der Folie da. Wenn man da das sich anschaut, bei diesem Quecktel-Modul zum Beispiel, was wir da haben, vielleicht ist es die Antenne. Vielleicht ist es das Kabel, was zum Chip hinführt, zum Modul. Man kann nicht genau sagen, dass es der Chip da drinnen ist. Für solche Testmessungen müsste man wirklich das Gerät ausbauen, den Chip hernehmen und dann wirklich den Chip explizit testen mit einer eigenen Software. Das kann ich jetzt dann aber nicht sagen, wie man das genau macht. Aber das ist auf jeden Fall etwas fürs Labor. Meistens, wenn man sich so eine Module kauft, kann man, genau bei diesen Module ist es so, da kriegt man richtige Testreports mit 60, 70 Seiten lang, wo noch ganz genau beschrieben ist, wie schaut die Performance von dem Gerät aus und wie zuverlässig ist das auch. Das heißt, wenn man 1000 Stück kauft, seien 998 wahrscheinlich einwandfrei, dass man diesen Wert sicher herzieht, weil manchmal ist der noch ein kleiner höher, da kann man noch auch sagen, wie wahrscheinlich das ist. Gibt es sonst noch eine Frage? Okay, das heißt, wenn ich auf die Uhr schaue, wir sind genau pünktlich auch. Was ich euch noch sagen kann, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, könnt ihr mir auch gerne noch eine E-Mail schreiben, einfach, wo ihr mit euren Anliegen an mich kommt. Kein Problem, ich helfe euch da gerne weiter. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Messen. Danke.